Hi! Ihr fragt euch vielleicht, Michi, warum gab es in letzter Zeit so wenig Content? Und darauf gibt's eine ganz einfache Antwort. Mit dem ganzen YouTube-Money habe ich mir ein neues Auto gekauft und darum cruise ich jetzt mit dem den ganzen Tag lang herum. Komplett ohne Zusammenhang. Dieses Video wird euch von meinem Lieblingssponsor präsentiert. Opera GX, dem besten Browser, den ihr euch jetzt kostenlos runterladen könnt. Ihr solltet bereits Bescheid wissen über den RAM-Limiter, um Leistung zu sparen, sowie die Twitch-Integration, mit der ihr nie wieder verpasst, wenn euer Lieblingsstreamer gerade live ist. Aus diesem Grund erzähle ich euch heute zum Beispiel mehr über die verschiedenen Messenger, die ihr direkt in Opera GX benutzen könnt, ohne auf euer Handy zu schauen. Egal ob Facebook, WhatsApp, Telegram oder den Instagram Messenger. Sind euch normale Designs zu langweilig? Wie wäre es dann mit einem Ausflug an die Südsee? Oder eines von vielen anderen animierten Hintergrundbildern? Ihr alle kennt es. Bis morgen müsst ihr noch 3 Hausaufgaben machen, die ihr seit 2 Monaten vor euch herschiebt. Doch genau an dem Tag kam das neue Meier-Video. Mit der Pop-Out-Funktion könnt ihr sowohl eure Aufgaben erledigen, als auch das Video genießen. Selbst wenn ihr aber keinen PC habt, gibt es GX auch am Smartphone, wo ihr es dank des Flow-Features mit dem PC verbinden und Notizen sowie Daten einfach vom Handy an den PC schicken könnt. Falls ihr aber Angst habt, euren Browser zu wechseln, weil ihr Opera GX dann neu einrichten müsstet, habe ich gute Nachrichten für euch. Dank dem Quick Import Tool könnt ihr die Lesezeichen und Einstellungen eures derzeitigen Browsers einfach übernehmen. Obendrein könnt ihr all eure Lieblings-Add-ons von Chrome dank des Chrome Extension Add-ons auch in GX verwenden. Worauf wartet ihr also noch? Ladet euch Opera GX über den Link in der Videobeschreibung kostenlos herunter und lasst mich wissen, was ihr davon haltet. Weil wir auf das letzte Video mehr als 2000 Likes erreicht haben, gibt es heute wie versprochen eine Runde Hearts of Iron 4, in der ich die Challenge mit den meisten Likes aus den Kommentaren spiele. Okay, also mit Liechtenstein die Welt erobern. Dann muss ich nur auf das kleine Land zwischen Österreich und der Schweiz klicken, das so unbedeutend ist, dass sogar die Entwickler vergessen haben, es ins Spiel zu packen. Fun Fact: Ich habe mehr Zuschauer, die meine Videos während ihrem Urlaub in der Türkei schauen, als Zuschauer, die in Liechtenstein leben. Es gäbe zwar eine Mod, die Liechtenstein ins Spiel packt, aber in der Regel sind Länder, die ein Fan gemacht hat, immer viel zu stark, weil die überraschenderweise aus diesem Land kommen und ihm deshalb ein paar unfaire Vorteile geben. Seht ihr, was ich meine? Fällt euch vielleicht auf, was das Problem mit der Liechtenstein-Mod ist? Von daher danke an Mark Walter für das Vorschlagen dieser Challenge, aber das nächste Mal würde ich es zu schätzen wissen, wenn ihr einen Kommentar liked, der ein Land beinhält, das auch tatsächlich im Spiel ist. Und apropos liken, wenn euch Hearts of Iron 4 gefällt, dann solltet ihr nicht nur meinen Kanal abonnieren, sondern diesem Video auch einen Daumen nach oben geben. Das nächste Heu 4 Video kommt dann bei 2500 Likes. Ich weiß, ihr könnt es schaffen, Freunde. Smash den Daumen nach oben und dann starten wir mit der nächstbesten Challenge aus den Kommentaren. Der Among Us Witz war noch nie lustig. Und genau darum ist er auf diesem Kanal. Als Luxemburg haben wir das Problem, dass wir von einigen Ländern umgeben sind, die ein gutes Stück stärker sind als wir. Unter anderem auch Belgien und die Niederlande. Das Tolle dran ist aber, dass die Niederlande mit ihrem Focus Tree, den sie in Man the Guns, glaube ich, bekommen haben, ziemlich viele Debuffs bekommen haben, wodurch sie in den ersten Jahren ein riesiges Pushover sind. Um es kurz zu machen, der Typ, der ein klein wenig aussieht wie Caesar aus Rome, wird also eine harte Zeit haben, gegen Luxemburg zu gewinnen. Und das ist eine sehr schöne Sache. Zuallererst sollten wir aber eine richtige Partei wählen und nicht so eine abgedroschene demokratische Partei mit Wahlen und gleichen Rechten für alle. Pah! Wer braucht schon sowas, wenn er Kriegswirtschaft haben kann? Apropos Kriegswirtschaft, ich habe mir unsere Divisionen angesehen und ich weiß nicht, was ich erwartet habe.
Um die Niederlande aber anzugreifen, benötigen wir sowieso die Unterstützung von ein paar fliegenden Jungs. Man könnte sagen, sie fliegen und sie helfen den Leuten, hauptsächlich Luxemburgern, und sie fliegen. Ja, Speed 5. Und jetzt lehnen wir uns erst einmal zurück und genießen die Show. Das ist eine sehr interessante Sache. Wie ihr vielleicht sehen könnt, wenn hier nicht alles den Bildschirm voll machen würde. In jeder Runde, in der ich spiele, macht Deutschland den Bürgerkrieg. Interessanterweise, da ich Faschist werde, ist das nicht gerade hilfreich. Falls mir hier also jemand vorwerfen will, oh, der Michi, der cheatet doch nur, damit er von Deutschland nicht weggefickt wird. Nein, das ist nicht, was ich wollte. Ich hätte mich Deutschlands Faction anschließen können, aber... Tja, jetzt muss ich ein bisschen umdisponieren, nicht, Herr Mackensen? Oh, und ich sehe gerade... England wird all seine Kolonien entlassen, was das Spiel nur um die 10-mal langsamer machen wird. Oh Junge. Vielleicht sollte ich mir endlich angewöhnen, mit historischen Focus Trees zu spielen, aber dann wiederum, das ist wesentlich unterhaltsam, als Deutschland zum 10.000. Mal dabei zuzusehen, wie es Frankreich kapituliert, oder? Nachdem ich jetzt wie ein Gelähmter den Focus Tree für 5 Minuten angestarrt habe, ohne einen Plan zu haben, was ich mache, fällt mir auf, dass ich diesen Tree gar nicht entlang gehen kann, der mich, ein klein wenig weniger demokratisch werden lässt, weil ich zu demokratisch bin. Jugoslawien freundet sich mit den Sowjets an, okay, aber wer zum Fick hat gefragt? Ich bin mir nicht einmal sicher, welche Doktrin ich auswählen soll, aber Fallschirmspringer, die mit schwerer Artillerie auf deine Stadt herabspringen, das stelle ich mir schon lustig vor. Ehrlich gesagt hat so eine kleine Armee ein paar Vorteile, unter anderem muss ich nur Infanterie-Equipment ausbilden. Nicht, dass ich eine Wahl hätte oder gar darüber nachdenken müsste, denn wir haben nur eine Militärfabrik. Seht ihr das? Wir haben einen Experten für Panzer! Ich bezweifle zwar, dass wir genügend Einwohner haben, um überhaupt einen Panzer komplett zu bemannen, aber klar, hey, falls ich jemals Panzer baue, dann weiß ich, wen ich anheuere. Es wird Zeit, die Einheiten auszubilden, die meine Feinde in die Knie zwingen werden. Das ist es. Immerhin kann ich ganze 5 von ihnen ausbilden. Nein, 4? 4. Ich kann 4 von ihnen ausbilden. Oh Junge. Und die Niederlande haben 1, 2, 3 Jahre ein paar mehr als 4 Victory Points. Fuck. Ich finde es ja toll, dass das Spiel optimistisch genug ist, mir sowohl jemanden zu geben, mit dem ich schneller Militärfabriken als auch Zivilfabriken bauen kann, was recht lustig ist, wenn man bedenkt, dass ich in nächster Zeit erst einmal gar nichts bauen werde. Was ist los mit den Bürgerkriegen? Erst Deutschland, dann Spanien, jetzt ist es auf einmal England und das sieht nicht gut aus für dich. Es reicht also nicht nur, dass England so ziemlich all seine Untertanen entlässt, nein, jetzt fangen auch schon alle Länder an, sich selbst zu bekriegen, damit das Spiel ja so langsam läuft wie möglich. Ich glaube, ihr unterschätzt manchmal, wie schlimm das Leben eines YouTubers eigentlich ist. Ihr seht ja quasi nur das Best-of von Hearts of Iron. Wollt ihr mich verarschen? Das kann doch nicht sein! Nein! Es ist 1937 und die ganze Welt ist im Krieg mit sich selbst. Was zum Fick? Was wollte ich sagen, bevor mich das Spiel schon wieder unterbrochen hat? Genau, ihr seht quasi nur das Best-of meiner Hearts of Iron Runde. Ich sitze hier tatsächlich stundenlang, nur um dann wahrscheinlich gleich von den Niederlanden kapituliert zu werden. Hin und wieder tut auch mein Hintern weh und dann muss ich mir ein Sitzkissen holen. Ein YouTuber hat's schon nicht einfach, Freunde. Zeigt also eure Unterstützung mit einem Like. Ich dachte schon, das war noch eine Meldung für Krieg. Huh. Immerhin sind die ersten mutigen Fallschirmspringer fertig und ich denke, es ist an der Zeit, ihnen eine Armee zuzuweisen. Wir haben niemanden. Ah, okay, gut, ich meine, wir starten ohne Armee. Natürlich brauchen wir dann keinen General, aber unser General wird... Hercule Duart. Zum Glück hatte ich Französischunterricht, sonst hätte ich mich hier hart blamiert. Und der Typ ist fucking insane. Hätte ich Kavallerie, aber... Keine Ahnung. Wahrscheinlich habe ich nicht genügend Mann und muss mit Pferden kämpfen, also... Rollen wir ein zweites Mal und, ja. Du wirst unser General und du wirst unser Feldmarschall, mein Freund.
herzlich willkommen in der luxemburgischen Armee. Möchte ich 10% mehr Ressourcen im Land finden, wenn ich keine Ressourcen im Land habe? Lasst mich kurz nachrechnen. 10% von 0 sind 0. Auf die 0 drauf haben wir. Warum sollte ich das machen? So, endlich können wir faschistisch werden. Jetzt haben wir Zugang zu all dem spaßigen Stuff. Unter anderem steht mir die Welt jetzt offen. Wisst ihr, England ist schon ziemlich lang in diesem Bürgerkrieg. Tja, und genau wie ich es anspreche, nicht mehr. Ha! Interessant. Ja, wie sieht's aus? Focus Tree behalten? Okay. Auch wenn meine Armee noch nicht ganz da ist, wo ich sie gerne hätte, mit 5 mutigen Mann, werde ich jetzt gegen die Niederlande Krieg erklären, aus dem einfachen Grund, dass, wenn ich das nicht tue, die World Tension wahrscheinlich hoch genug ist, dass mich das in den Zweiten Weltkrieg reinzieht. Und darauf habe ich überhaupt keine Lust. Aber, wenn ihr klug seid, dann justifiert ihr auf den Puppenstaat der Niederlande, denn dann generiert ihr wesentlich weniger World Tension, weshalb es den Alliierten vielleicht egal ist. Ich habe das Gefühl, der Zweite Weltkrieg in dieser Welt ist ein klein wenig traurig. Der Krieg könnte vielleicht ein klein wenig interessanter sein, als ich erst dachte, denn Frankreich hat noch immer ein unfassbar inkompetentes Militär und eine quasi gar nicht existente Wirtschaft. Das heißt, Italien könnte sie vielleicht entlang der Alpen halten. Und die Sowjets haben tatsächlich all ihre Offiziere gepurcht, was bedeutet, dass sie, nein, die Sowjets werden niemanden pushen. Die Frage ist also, ob Italien dafür gegen den Rest des Balkans standhalten kann. Und wenn ich mir das so anschaue, dann sieht es dann nicht besonders gut aus. Okay, wir haben unser Kriegsziel. Die Befehle wurden erteilt und warten darauf, ausgeführt zu werden. Und großzügigerweise wurden die Dutch East Indies von den Spaßverderbern nicht einmal garantiert. Hey! So, das kann sehr in die Hose gehen. Solange ich auch nur eine einzige Sekunde die Luftüberlegenheit habe und all meine Truppen hoffentlich landen, weil die Niederlande am Anfang des Games verkrüppelt sind. Sie landen. Können wir die Niederlande kapitulieren? Nein! Noch nicht ganz. Da ist noch einer. Und, wow, das, natürlich nehmen das alles ich, danke. Und die Dutch East Indies. Ah, das ist viel Öl. Oh, das ist viel Gummi. Ich habe einen Plan, vertraut mir. Fürs Erste werde ich mir die auch einverleiben. Und so. Okay, oh, das war jetzt nicht notwendig. Oh nein, was passiert da drüben in Asien? Oh nein, das Ganze wird ein furchtbarer Krieg, Freunde. Glaubt mir. Davor hätte ich aber noch ganz gerne Belgien. Okay, wisst ihr, wir haben ein kleines Problem, das habe ich nicht bedacht. Dadurch, dass Belgien zwischen mir und meinem eigentlichen Land steht, komme ich schwer wieder nach Luxemburg zurück. Was bedeutet, wenn ein einziger belgischer Soldat hier einmarschiert, werde ich leider kapitulieren. Gott sei Dank habe ich aus irgendwelchen Gründen jetzt aber so viel mehr Manpower, dass ich mir ein paar Artilleriedivisionen machen kann? Der Grund, wieso ich jetzt so viel mehr Manpower habe, ist im Großen und Ganzen einfach nur der, dass auf diesen Inseln so viele Menschen leben, dass ich sie alle in meine Armee rekrutieren kann. Wisst ihr, so viel zu meinem Plan. Um euch das kurz einmal zu erklären, ich dachte mir, oh ja, ich trete dann Japans Faction bei und schaue, dass ich genügend Warscore bekomme, dass ich mir eines dieser vielen Chinas als Puppe snacke und dort dann diese Milliarden Menschen, die dort leben, einfach versklave und als Kanonenfutter in meine Armee reinpacke. Aber, okay. Wie es das Schicksal aber so will, kann ich darauf jetzt leider nicht mehr zurückgreifen. Okay, Freunde, ich bin mir nicht sicher, ob das Ganze funktionieren wird, aber wir werden es nicht rausfinden, wenn wir es nicht versuchen. Schauen wir also, ob wir gegen Belgien... Das sieht nicht so aus, als hätten wir gegen Belgien eine Chance. Andererseits, die Fallschirmspringer, die könnten es wieder rausreißen. Okay, das Ganze ist jetzt eine kritische Angelegenheit. Wir müssen ganz schnell genug Victory Points sammeln. Dann könnte das mit den Fallschirmspringen Erfolg gehabt haben.
Meine Einheiten sind logischerweise nicht die besten, was ich mit meiner Manpower auch nicht erwarten kann, aber mit viel Glück bekommen wir vielleicht genügend Encirclements hin, dass wir gegen Belgien doch noch eine Chance haben. So, das sieht an der einen Front ganz okay aus, an der anderen eher weniger, aber hey, das ist kein Problem, es sterben ja nur meine Fallschirmspringer, die hatten ja irgendwie sowieso keine Manpower, ist ja also gar nicht wichtig oder so. Hauptsache, sie halten lange genug, dass wir diesen Krieg gewinnen, dann ist es mir eigentlich egal. Fuck, ruf nicht England in den Krieg, ruf nicht England in den Krieg. Ja, das ist, unvorteilhaft. Aber hey, wir haben sie kapituliert. Einerseits können wir jetzt diesen Knopf drücken und ein wunderschönes Orange annehmen. Und jetzt heißen wir Leo Belgicus, weil dieser Landstrich für einige Leute damals anscheinend aussah wie ein Löwe. Seht ihr ihn? Sein Kopf und sein Schwänzchen und seine mächtigen Tatzen, die aussehen wie der Imposter aus Among Us. Ja, das ist ein Löwe. Mit England im Krieg zu sein, sind sowohl gute als auch schlechte Nachrichten. Die schlechte vorweg, ich bin mit England in einem Krieg. Die gute ist, ich muss nur England kapitulieren und all das kann mir gehören. Tja, schauen wir mal, ob ich das schaffe. Kein kleines Höllenloch zu sein hat auch den Vorteil, dass ich tatsächlich Dinge produzieren kann. Wundervoll! Das ist jetzt der zweite spanische Bürgerkrieg in diesem Video zwischen dem kommunistischen Spanien und dem kommunistischen Spanien. Eigentlich ist es ziemlich cursed, dass wir in einer Timeline leben, in der Deutschland das mit Abstand friedlichste Land ist. Sie haben es sogar geschafft, die Danzig-Frage friedlich zu klären. Was ist das für eine Welt, in der ich hier lebe? Während ich darauf warte, dass meine Truppen ausbilden, versuche ich meine Air Force irgendwie auf ein Level zu bekommen, dass ich auch drüben in England landen kann. Und wisst ihr was? Ich habe einen Vorteil. Die Engländer haben vielleicht mehr Flugzeuge, aber ich habe Öl. Und wie fliegen Flugzeuge am besten? Mit ein klein wenig Treibstoff. Wild, ich weiß. Die KI beweist doch mal wieder, aus welchem Holz sie geschnitzt ist, indem sie immer wieder die eine Provinz angreift, in der meine Fallschirmspringer sind. Jede andere Küstenprovinz wäre offen für eine Naval Invasion. Aber nein, sie versuchen es immer wieder auf der einen. Ich wusste doch, dass den Engländern der Treibstoff vor mir ausgehen wird. Jetzt muss ich nur noch den Rest meiner Armee darüber bringen und mit etwas Glück war es das dann auch schon mit dem Krieg. Das ist doch immer noch derselbe Krieg, warum werde ich jetzt wieder zugespammt von England? POV, du nimmst dir gleich dein scheiß Leben, weil England dich schon wieder mit Nachrichten in die Depression mobbt. So wie es aussieht, hatte England mal wieder nicht genügend Truppen, um sich selbst zu verteidigen. Aber wisst ihr was? Das ist in Ordnung. Ich habe keine Ahnung, warum jetzt Italien, Japan und das kommunistische China in dieser Peace Conference sind, aber der Warscore sollte zeigen, dass ich die ganze Arbeit gemacht habe. Okay, schauen wir uns den Peace Deal an. Ich habe einen Teil von Afrika genommen, weil ich habe die ganze Arbeit gemacht. Dann habe ich Indien gepuppetet, weil ich habe die ganze Arbeit gemacht. Aus Spaß habe ich dann die Türkei aufgeteilt in Kurdistan, Syrien, Italien und Japan. Und ansonsten war's das, glaube ich. Japp, rein gar nichts Komisches mehr. Aber wisst ihr? Ich denke, das war's für heute. Ab diesem Zeitpunkt hat jeder halbwegs kompetente Spieler das Spiel durchgespielt. Klar, wir müssten uns jetzt noch eine Armee aufbauen, dann könnten wir erst Deutschland besiegen und dann wahrscheinlich die Kommunisten. Schließlich setzen wir über in die Vereinigten Staaten und nehmen dort alles ein. Aber wisst ihr was? Ich habe einfach keine Lust darauf. Es ist 4 Uhr in der Früh und ich denke, ich habe meine Überlegenheit mit Luxemburg demonstriert. Schreibt mir in die Kommentare, welches Land ihr als nächstes sehen wollt und gebt diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben, wenn es euch unterhalten hat. Damit bedanke ich mich wie immer herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns in meinem nächsten Heu4-Video. Ciao! Was zum Fick ist hier passiert?